Ground and pound. Ground and pound. Ground and pound. Hey Fight-Fans, willkommen zurück zu Ground and Pound Radio. Das vergangene Wochenende hat uns ja gleich zwei UFC-Events beschert und wir wollen mit euch die Highlights nochmal durchgehen. Außerdem steht am kommenden Wochenende ja noch die UFC Fight Night Lyoto Machida gegen CB Dolloway an und da wollen wir auch nochmal ein paar Worte drüber verlieren. Wir sind heute im altbekannten Trio unterwegs, GNP-Redakteur Alexander Petzl-Gligoria. Servus. GNP-Redakteur Martin Tauer. Hallo alle zusammen. Und meine Wenigkeit Moritz Binder. So Jungs, dann lasst uns doch mal direkt loslegen. Wir fangen an mit dem Ultimate Fighter Finale vom vergangenen Wochenende und da sticht natürlich der Hauptkampf ganz besonders heraus, denn hier ging es um den Titel im Strawweight der Frauen und Carla Esparza konnte sich gegen Rose Namajunas durchsetzen. Was sind so eure Gedanken zu dem Kampf an sich und dem Event insgesamt? Also zu dem Kampf an sich kann ich nur sagen, dass Esparza da ihren Kampfstil sehr gut durchgezogen hat, ihre Gegnerin immer wieder auf die Matte gebracht und ja am Ende dann auch verdient den Rear Naked Choke bekommen und damit die Submission in der dritten Runde. Also ja, Strategie durchgesetzt und alles sehr gut umgesetzt. Ich glaube, nur in der ersten Runde wurde das etwas enger, von daher ja, verdiente erste Championess im Strohgewicht. Ja, kann man eigentlich wirklich so sagen. Esparza war ja schon zu Beginn der Staffel in der Favoritenrolle für die Ultimate Fighter und hat es ja eigentlich während der Staffel jetzt nicht ganz so überzeugend gemacht, weil sie ja dann doch den einen oder anderen Punktsieg gebraucht hat, während Rose Namajunas ja nur mit vorzeitigen Siegen durchgekommen ist. Aber ja, im Finale hat sich dann auch der Erfahrungsvorteil einfach bemerkbar gemacht und Rose Namajunas, bei der darf man ja nicht vergessen, die ist gerade mal 22, steht da schon in einem Titelkampf, hat davor erst 3 Profikämpfe gemacht und dann eben noch die Kämpfe im Haus. Also von der ist auf jeden Fall noch sehr viel zu erwarten in der Zukunft und das ist, glaube ich, jetzt mal nur so ein vorübergehender Rückschritt. Esparza hat das wirklich sehr gut gelöst, hat ihr Ringen sehr gut an den Mann oder in diesem Fall ja an die Frau gebracht und da wirklich sehr überzeugt. Bei Namajunas muss man einfach mal schauen. Ich finde, ihr Stil ist noch sehr, sehr aufwendig und teilweise auch sehr ineffektiv. Sehr schön anzusehen, muss man sagen. Also sehr viele Kicks und so weiter, aber das ist, glaube ich, auf so einem Niveau, da muss man einfach mal ein paar Sachen rausstreichen und dann einfach mal die effektiveren Stile und die effektiveren Techniken einsetzen, weil sonst verbraucht sie einfach zu viel Kraft und bleibt einfach offen für Takedowns, für Konter und ja, wird sie noch lernen müssen, aber wie gesagt, gerade mal 22 Jahren, da steht ja echt noch alles offen und da ist noch sehr viel Raum für Entwicklung da. Also wir werden auf jeden Fall jetzt mit dem nächsten Event auch nochmal über Carla Esparza sprechen. Aber auch insgesamt, wenn ihr euch jetzt mal hier für die Strawweight-Gewichtsklasse der Frauen interessiert, dann ist das Event sicherlich sinnvoll, sich das anzuschauen. Denn obwohl wir jetzt vor diesem Event schon ein paar Kämpfe in dieser Gewichtsklasse hatten, es fühlt sich einfach jetzt so an, nachdem wir jetzt hier dieses Event hatten und die erste Championess im Strohgewicht haben, dass wir jetzt wirklich so das Gefühl haben, die Gewichtsklasse hat sich jetzt etabliert und jetzt fängt das Ganze wirklich an, an Fahrt aufzunehmen und so langsam ins Rollen zu kommen. Und wie gesagt, wir haben hier neben dem Hauptkampf noch 7 andere Kämpfe in der Gewichtsklasse gehabt. Das heißt, wenn ihr euch einfach mal informieren wollt, wer da noch so alles in der Gewichtsklasse unterwegs ist, ist es auf jeden Fall sinnvoll, sich das anzuschauen. Es sind auf jeden Fall auch Namen wie Joanne Calderwood zu nennen oder Tisha Torres oder Felice Herrick. Die sind hier auch alle vertreten. Ja, also vor allem sollte man auch mal einen Blick in die ganz frühen Vorkämpfe werfen. Aisling Daly, die Teamkollegin von Conor McGregor aus Irland, hat da auch einen sehr schönen Sieg eingefahren. Und Angela Hill, das war die 16. gerankte Kämpferin während der Staffel, von der man ja eigentlich relativ wenig erwartet hat. Aber die hat mit Emily Kagan 3 Runden lang wirklich den Boden aufgewischt. Ja, und da hast du vollkommen recht. Da muss ich wirklich sagen, Angela Hill hat mich auch total begeistert, denn sie hat wirklich, was Mixed Martial Arts angeht, kaum Erfahrung. Sie hat einen Kampfrekord von 1-0 gehabt, als sie hier reingekommen ist und hat dann eine Gegnerin vor sich gehabt in Emily Kagan, die doch wirklich schon sehr, sehr viel Erfahrung mit dem MMA-Geschäft hat. Aber sie hat sich hier so professionell angestellt, hat hier wirklich gezeigt, dass sie einiges an Potenzial besitzt. Natürlich hat sie einen sehr starken Kickbox- und Muay Thai-Hintergrund, aber es ist dann trotzdem ein ganz anderes Spiel, wenn man dann hier in die Mixed Martial Arts Gemeinde reinkommt. Von dem her Hut ab vor Frau Hill, das hat sie auf jeden Fall klasse gemacht und
Man weiß natürlich noch nicht genau, wo es hingeht, aber das, was sie da gezeigt hat, das macht auf jeden Fall Lust auf mehr und ich bin gespannt zu sehen, wie sie sich hier in die Gewichtsklasse einführen kann, denn ein Sieg über Emily Kagan und vor allem, wie sie es gemacht hat. Ich meine, auf den Punktzetteln hatten wir von 2 Punktrichtern eine Wertung von 30-26 und das meiner Meinung nach vollkommen zu Recht. Von dem her sehr gespannt, was von Angela Hill noch kommen wird und insgesamt, was wir in der Gewichtsklasse noch sehen werden, denn hier gibt es auf jeden Fall einiges an Talent. Ja, und bevor wir weitergehen, hätte ich gerne nochmal eine Frage an euch. Wir haben mit Espasa jetzt die zweite Titelträgerin in der UFC und ja, die erste, die nicht Ronda Rousey heißt. Die UFC hat sich das ja im Moment angewöhnt, Pay-Per-Views mit Champions anzuführen. Aber glaubt ihr, dass Espasa ein Pay-Per-View tragen kann oder was macht ihr genau mit der jetzt in ihrem nächsten Kampf? Also ich denke, es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass es eben wie auch mit dem Bantamgewicht und Ronda Rousey und dem Fliegengewicht der Herren und Demetrius Johnson laufen wird, denn die werden ganz gerne einfach in den Co-Hauptkampf des Abends gestellt, um halt auf einer Karte zwei Champion-Kämpfe zu haben, was natürlich auch einen gewissen Wert besitzt. Aber ich denke, dass jetzt zum Beispiel Carla Esparza im Hauptprogramm nur sehr, sehr schwer ziehen wird. Vielleicht wird die UFC dahin gehen, einfach da wir jetzt mittlerweile mehrere Gewichtsklassen haben und mehr Champions, dass wir tatsächlich ein Championship-Kampf sehen werden auf einem, keinem Pay-Per-View, sondern eben wieder mal auf Fox oder vielleicht sogar auf einem Fight-Pass-Kampf. Denn alleine auf einem Pay-Per-View im Hauptkampf wird da sicherlich nicht genügend Interesse da sein, dass Carla Esparza hier genügend Augenpaare anziehen kann. Ja, man darf dabei auch nicht vergessen, dass selbst Ronda Rousey, auch wenn sie jetzt ja schon 4 Titelkämpfe in der UFC bestritten hat, auch bei ihrer nächsten Titelverteidigung bei UFC 184 nicht im Hauptkampf der Veranstaltung steht, sondern im Co-Hauptkampf. Komischerweise, jedes Mal, wenn Chris Weidman seinen Titel verteidigen will, ist auch Ronda Rousey dran und dann im Co-Hauptkampf. Also ich denke mal, so wird es auch ähnlich bei Carla Esparza laufen. Entweder als zweiter Hauptkampf von der Fox-Show oder als zweiter Hauptkampf eines Pay-Per-Views, aber als Headliner, ich glaube nicht, dass sich die UFC das momentan leisten kann. Auch nicht bei einer Fox-Show? Sonst haben die doch im Moment da keine Champions mehr und kämpfen. Ich glaube, das Interesse ist noch nicht ganz so da. Die Quoten der TAF-Staffel waren, glaube ich, okay, aber waren jetzt auch nicht weltbewegend. Und ich glaube, das wird einfach schwierig, das den auch vor allem erstmal Fox begreiflich zu machen oder Fox zu verkaufen, dass man mit so einem Kampf den Event bewerben will. Also man sieht es ja bei Fox, die meiste Zeit eigentlich werden dort Schwergewichtskämpfe ausgetragen im Hauptkampf. Oder eben dann relativ, ja gut, klar, wichtig ist er natürlich auch, aber in beliebteren Gewichtsklassen bekanntere Namen. Und da gehört Carla Esparza, so gut sie auch ist, in ihrer Gewichtsklasse einfach noch nicht dazu. Sie hat einfach noch nicht der Amerikaner nennt ja diese Name Recognition, also der Wiedererkennungswert ist einfach noch nicht da. Das wird erst auf Dauer kommen. Ich weiß auch nicht, wie viele Fans jetzt am Freitag eingeschaltet haben, um sich das TAF-Finale anzugucken, wo ja eigentlich fast nur Frauenkämpfe ausgetragen wurden. Man darf dabei auch nicht vergessen, dass Freitagabend eigentlich nicht so die Zielgruppe, also Freitagabends ist eigentlich die Zielgruppe der UFC, das ist der Mann von 18 bis 39, in den seltensten Fällen eigentlich zu Hause ist, um fernzuschauen. Also ich will es jetzt mal auch nicht ausschließen, dass wir tatsächlich hier einen Hauptkampf im Strohgewicht haben und der hier der Headliner einer Karte sein wird. Allerdings kann ich es jetzt noch nicht sehen und ich denke mal, es ist vor allem auch ganz wichtig, dass dann nicht nur die Titelträgerin, sondern eben auch die Herausforderin wirklich irgendwo Interesse hat, einfach nicht nur rein kämpferisch, denn da gibt es viele Frauen, die wirklich viel zu bieten haben, sondern einfach auch eine Persönlichkeit besitzen, die Leute interessiert. Gerade viele Leute schalten ein zu Ronda Rousey, einfach weil sie so eine polarisierende Persönlichkeit hat. Und wenn wir das erreichen können im Strohgewicht, da haben wir auch ein paar Charaktere wie Felice Herrick oder auch Rowdy Beck Rawlings, aber die müssen sie noch ein bisschen etablieren und dann noch einfach genügend, ja, sie müssen den Stand erstmal ins Rollen bringen, ein bisschen mehr muss über die Damen noch geredet werden und dann will ich es auch nicht ausschließen, dass das mal der Fall sein wird, aber aktuell denke ich mal, sind wir davon einfach noch ein bisschen zu weit entfernt. Aber wenn wir es jetzt schon von einem Titelkampf im Strohgewicht haben, würde ich sagen, wir gehen jetzt mal rüber zum nächsten Event. Nämlich am nächsten Tag hatten wir dann UFC on Fox Dos Santos versus Miocic. Und da hatten wir im Vorprogramm nämlich auch einen Kampf der Damen im Strohgewicht. Da hatten wir nämlich die Polin Joanna Jędrzejczyk gegen die Brasilianerin Claudia Gardella. Und das war auch ein Kampf, der von vielen
angesehen wurde, als hier geht es wirklich darum, wer den nächsten Titelkampf in der Gewichtsklasse bekommt. Und die Polin Jeon Jacek hat sich hier auch erfolgreich durchsetzen können, hat einen geteilten Punktentscheid nach Hause tragen können, hat hier gewonnen gegen die Favoritin Gandelia. Und sie wird laut Dana White auch den nächsten Titelkampf in der Gewichtsklasse bekommen. Wie habt ihr denn den Kampf gewertet gehabt? Weil da gab es ja dann doch ein bisschen eine Kontroverse. Viele haben gesagt, das hätte eigentlich Gardelia gewinnen sollen und nicht Jeon Jacek. Von dem her gibt es da so ein paar Leute, die mit der Punktentscheidung nicht ganz zufrieden sind. Ja, da gehöre ich eigentlich auch so ein bisschen dazu. Die erste Runde hatte ich jetzt aufgrund des Niederschlags noch für Jeon Jacek. Aber die anderen beiden Runden habe ich dann doch an die Brasilianerin gegeben. Also, ich weiß nicht. Ich fand das eigentlich auch nicht so groß fragwürdig. Ja, mir geht's eigentlich ähnlich. Also ich wundere mich wirklich, wie Gardelia das noch verlieren konnte. Ich glaube, das war wirklich so die größte Überraschung des Abends. Und ja, also ich sehe es genauso wie Martin. Die erste Runde eigentlich auch nur aufgrund des Niederschlags für die Polin. Und die anderen beiden hatte ich eigentlich ganz klar für Gardelia. Oder was heißt ganz klar, nicht unbedingt. Die waren schon hart umkämpft natürlich, aber in der Tendenz auf jeden Fall beide für Gardelia. Also ich muss auch sagen, das hat mich jetzt wieder so ein bisschen an den Kampf zwischen Robbie Lawler und Johnny Hendricks erinnert, den wir jetzt letztens hatten, wo es ja auch dann eine etwas kontroverse Punktentscheidung gab. Und was hier vielleicht genauso reinspielen kann wie in dem Kampf, war einfach, dass die Polin ja einfach eine sehr, sehr aggressive Haltung hatte, ja, sehr viel Druck auch aufgebaut hat und das einfach, ja, wie sie sich im Käfig präsentiert hat, das auf die Punktrichter einen Eindruck hatte und einfach die Punktrichter dann so beeinflusst hat, dass sie hier dann den Kampf an sie gegeben haben. Aber das ist natürlich, es ist einfach wirklich schwierig, Kämpfe zu werten und das ist manchmal einfach sehr subjektiv, aber ich denke mal, die meisten Leute haben tatsächlich die Brasilianerin hier vorne gesehen, aber ich denke mal, sie befindet sich in der Gewichtsklasse wirklich ganz oben und das wird sicherlich nicht die letzte Chance gewesen sein auf einen Titelkampf, von dem ich denke mal, wir müssen hier auch nicht allzu viele Tränen vergießen für Gardelia. Nö, absolut nicht. Wenn man sich die neuen Rankings anschaut, die diese Woche rausgekommen sind, da ist Esparza die Titelträgerin und die ersten beiden Herausforderinnen sind eben diese beiden, also Jacek und Gardelia. Erst danach kommt die ganze Bagage von The Ultimate Fighter mit Jessica Penne als oberster Kämpferin, die ist auf 3 platziert. Also ich denke mal, dass sowohl ihr Jacek, die kriegt ja den nächsten Titelkampf, als auch Gardelia ihre Chance kriegen werden. Und Gardelia ist auf jeden Fall gut genug, um sich gegen zahlreiche andere Kämpferinnen durchzusetzen und sich auch den Titelkampf zu holen. Und auch gegen Esparza sehe ich sie jetzt vom Technischen her gar nicht mal so im Nachteil, wenn sie es hinbekommt, ihre Konditionen auf ein Champion-Level zu heben. Also ich würde auch mal sagen, bevor wir jetzt zum Hauptprogramm kommen, sollten wir noch zumindest zwei Kämpfe im Vorprogramm ansprechen. Da waren nämlich auch ein paar kuriose Momente mit dabei. Auf jeden Fall hier im Leichtgewichtskampf zwischen Drew Dober und Jamie Varner. Der ging nur knapp 2 Minuten, 1:52, um genau zu sein. Und ja, Jamie Varner hat versucht, einen Lateral Drop anzuwenden und Drew Dober zu Boden zu bringen, hat das aber nicht ganz hinbekommen und hat sich im Prozess selber ausgenockt und hat mehr oder weniger Drew Dober dann auch auf sich drauf landen lassen. Drew Dober war direkt in der Mount-Position und hat das natürlich ausgenutzt, da Varner ja auch für einen kurzen Moment wirklich das Bewusstsein verloren hatte und Drew Dober hat es dann geschafft, sehr, sehr schnell auch einen Rear Naked Choke anzusetzen und Jamie Varner musste tappen. Das war noch nicht das Kurioseste, denn Jamie Varner hat dann auch kurz darauf dann verkündet, dass das nun das Ende seiner Karriere war und das hat er nicht nur aufgrund der Niederlage gemacht, sondern er hat von vornherein geplant gehabt, dass er nach diesem Kampf seine Handschuhe an den Nagel hängt und genau das hat er auch getan und das ist natürlich nicht genauso, wie man sich das Ende einer Karriere wünscht, aber es zeichnet ganz gut die Karriere von Jamie Varner ab, denn das hat auf jeden Fall einige Kuriositäten zu bieten, viele Tiefschläge, viele Höhepunkte und ich denke mal, das, was man auf jeden Fall Jamie Varner zugutehalten muss, ist, dass er eigentlich immer ein sehr unterhaltsamer Kämpfer war. Ja, das auf jeden Fall und er war ja auch in der WEC Leichtgewichts-Champion, also er hat schon was erreicht und jetzt schon mit 30 Jahren dann in den Ruhestand zu gehen, das ist für einige vielleicht auch ein bisschen früh, aber er hat jetzt auch inzwischen über 30 Kämpfe bestritten. Seine letzten 4 Kämpfe hat er alle vorzeitig verloren. Und ja, also aus der UFC, da
Da erinnern sich die meisten an ihn ja vor allem an seinen ersten Kampf gegen Edson Barboza, den er da in der ersten Runde K.O. geschlagen hat, womit eigentlich keiner gerechnet hatte. Und deswegen jetzt so 4 Niederlagen hintereinander zum Abschluss seiner Karriere ist natürlich ein bisschen traurig, aber ja, gut. Er hatte eine lange Karriere und der Kampf wirklich, wie du es gesagt hast, spiegelt die jetzt so ein bisschen wider. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich eine Zeit lang ziemlich verärgert war, was Jamie Varner angeht. Das hat vor allem mit seinem Kampf damals bei WEC 46 gegen Benson Henderson zu tun, wo er gemeint hat, ja, bla bla bla, hier, ich kam zum Kämpfen, er kam zum Grappeln an. Fand ich damals auf jeden Fall nicht sehr gut, fand ich ziemlich respektlos Henderson gegenüber. Aber im Käfig selbst, muss man eigentlich sagen, hat er ja immer Leistung gebracht und auch unterhaltsame Leistung gebracht, was ihm natürlich auch teilweise zum Nachteil gereicht hat. Also vor allem der drittletzte Kampf jetzt gegen Abel Trujillo. Er wäre eigentlich vom Technischen her stark genug gewesen, um Trujillo wirklich auszuboxen. Aber wie so oft hat er sich aufs Brawlen verlegt und da hat er dann einfach mal den Kürzeren gezogen. Auch unvergessen, glaube ich, auf lange Zeit hier im Mai diesen Jahres die Leistung gegen James Krause, wo er ja wirklich so einen kaputten Knöchel hatte, dass er nicht mal mehr stehen konnte und trotzdem nicht aufgegeben hat und weitergemacht hat. Also Warner war ein Kämpfer, ist ein Kämpfer und das mit dem Rücktritt, das hat er ja eigentlich im Interview nach dem Kampf schon wieder relativiert und gemeint, wer weiß, vielleicht hat er in 2 Jahren wieder Bock drauf. Also jung genug ist er ja dafür. Ja, er ist zwar, wie ihr gesagt habt, noch jung, aber ist trotzdem schon, hat schon einen Veteranenstatus irgendwo und hat auf jeden Fall viele unterhaltsame Momente geliefert. Hoffen wir mal drauf, dass er ja sich mit seiner Karriere einfach auch ohne hier seine Kämpfe in der UFC unterstützen kann. Er hat jetzt ja auch sein eigenes Gym aufgebaut und hat da auch einige Pläne jetzt. Ich würde es eigentlich ganz gut finden, wenn tatsächlich jetzt das Ende der Karriere ist. Denn man sieht einfach sehr, sehr ungern, dass die Leute wie Chuck Liddell es dann noch ewig lang rauszögern und eigentlich alle dann der Meinung sind, ich glaube, so langsam sollte er wirklich seine Karriere beenden. Und ich glaube, Jamie Varner hat es vor allem, wenn man sich seine Bilanz der letzten Kämpfe anschaut, doch einfach nachgelassen und ist nicht mehr genau dort, wo er gerne wäre. Er ist einfach sehr viel mit Verletzungen geplagt und ich denke mal, es ist irgendwie die richtige Entscheidung gewesen und das ist nämlich genau das, was man bei vielen Kämpfern sich einfach wünscht, dass sie rechtzeitig den Absprung schaffen und nicht zu lange im Geschäft bleiben und dann wirklich bleibende Schäden davon tragen und einfach zu viel Schaden einfach davon tragen. Man sieht es einfach nicht gerne, wenn die viel zu lange im Geschäft bleiben und ich denke, was Ähnliches haben wir dann auch im nächsten Kampf gesehen, denn im Weltergewicht standen dann Ben Saunders und Joe Riggs sich gegenüber und Joe Riggs ist ja auch ein absoluter Veteran des Sports und auch hier hatten wir ein eher kurioses Ende des Kampfes, denn noch nicht mal nach einer Minute hat Joe Riggs getappt, da er Ben Saunders versucht hat, auf den Boden zu bringen und im Prozess des Takedowns sich wohl irgendwie seinen Nacken verletzt hat. Sie sind auf dem Boden gelandet und Ben Saunders hat eine High Guard versucht anzubringen, Mission Control, um genau zu sein, was noch keine Submission per se ist, sondern ein Setup zu einer Submission. Deswegen waren auch die Leute etwas verwirrt, weswegen hier der Tap von Joe Riggs kam, aber er hat dann später aufgelöst, dass er einfach im Prozess des Takedowns sich wohl irgendwas an seinem Nacken verletzt hat. Er hatte das Gefühl, dass sein einer Arm taub wurde und er das Gefühl einmal verloren hat und es kam nicht zurück und dann hat er gesagt, das ist ihm zu gefährlich, er tappt lieber, was natürlich auch, denke ich mal, die richtige Entscheidung ist, aber das zeigt halt doch irgendwo, was für ein gebrochener Mann Joe Riggs mittlerweile ist, wie viele Verletzungen er davon getragen hat und das sind halt genau die Dinge, die man vermeiden möchte und deswegen ist es, denke ich mal, wirklich eine gute Sache, dass Jamie Varner es erkennt und sagt, hey Leute, ich glaube, das wird nichts mehr, ich beende meine Karriere und ich denke, dass Leute wie Joe Riggs sich sowas anschauen sollten und sich davon vielleicht ein Beispiel nehmen sollten. Die Frage ist aber doch auch immer, ob er sich es überhaupt leisten kann, jetzt schon seine Karriere zu beenden. Ich glaube, Joe Riggs hat jetzt bisher zwar einige Kämpfe in der UFC auch gemacht, hat ja auch jetzt schon, ich glaube, in seiner Karriere über 50 Kämpfe schon abgeleistet, aber die Frage ist halt immer, ob dann am Ende doch genügend Geld übrig bleibt, um ausgesorgt zu haben und das ist halt dann immer so eine Sache. Also vom gesundheitlichen Standpunkt her stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ich glaube, Joe Riggs hat mittlerweile so viele Verletzungen angehäuft und seinem Körper so viel Schaden zugefügt, dass er lieber gestern als morgen seine Karriere beenden sollte, wenn er wirklich in 10 Jahren noch einigermaßen normal gehen will.
Aber es ist halt dann, man steckt natürlich nicht in den Kämpfern drin, man weiß natürlich nicht, wie die Situation drumherum aussieht. Ich glaube, dass Joe Riggs das nicht umsonst macht. Und klar, er wollte wieder in die UFC und hat er jetzt auch seinen Wunsch erfüllt bekommen. Ist natürlich alles nicht so gut gelaufen, weil das erste Mal, wo er ja antreten sollte, hat er sich, glaube ich, vorher den Fuß geschossen beim Reinigen seiner Feuerwaffe. Das war also auch nicht so clever. Jetzt dann diese kuriose Nackenverletzung und der Nacken ist ja immer so eine Sache, gerade im MMA. Also da kann ja einiges schief gehen und wenn's ganz blöd läuft, dann zieht er sich da eine Verletzung zu, die schwerwiegende Folgen haben könnte. Ich weiß auch nicht, ob die UFC ihn jetzt nochmal bucht. Er ist wirklich ein wandelndes Verletzungsrisiko einfach und weiß ich nicht. Also ich glaube, dass Joe Riggs wirklich sehr, sehr zu kämpfen haben wird in der Zukunft und ich befürchte echt, dass er noch weiter kämpfen muss, leider. Ja. Ja, Moritz, du hast es gesagt, er ist ein Veteran des Sports. Also seinen ersten Kampf in der UFC hat er bei UFC 49 bestritten. Also das war 2004. Und ja, er ist also schon lange dabei und das gerade mal mit 32 Jahren. Ja, und wir wissen ja alle, dass man früher in der UFC nicht wirklich dick Geld verdienen konnte. Und ja, Hat ich sich bis glaube, man heute ja lernt, nicht geändert. ja, Es wenn hat man sich. nicht Champion ist, ja, das. Aber das ist halt irgendwo genau der Punkt. Ihr habt zwar schon recht, er hat wahnsinnig viele Kämpfe auf dem Buckel und er ist erst 32. Aber er hat bereits so viele Verletzungen sich zugezogen und verdient er jetzt wirklich in der UFC so viel, dass es sich noch lohnt, seinen Körper noch weiter so zu schänden? Weil, wie gesagt, er ist erst 32. Er will ja auch nicht, dass er mit 40 dann einfach überhaupt sich nicht mehr bewegen kann und einfach vollkommen zerstört ist. Und er ist gerade auf dem Weg dorthin und das ist halt die Frage, klar, er kann sich's vielleicht finanziell gerade nicht leisten, aufzuhören zu kämpfen, aber kann es sich denn gesundheitlich leisten, weiterzumachen? Das ist die Frage. Und natürlich, wenn man als Kämpfer aufgewachsen ist und damit sein Geld verdient und das einfach das Ding ist, was man macht, dann ist es schwierig, irgendeine Alternative zu finden. Aber vielleicht ist es bei manchen Kämpfern einfach irgendwo der Punkt gekommen, wo man einfach eine Alternative finden muss, weil ansonsten, ich sage es einfach drastisch, aber ansonsten bringt man sich halt irgendwo um, weil diese Verletzung, die man sich immer mehr und mehr zuzieht und das nimmt ja nicht ab. Das ist ja nicht so, dass man sich einfach mal ein halbes Jahr Pause nimmt und auf einmal vollkommen genesen ist und keine Probleme mehr hat. Das wird ja einfach immer nur noch verstärkt und kommt immer noch mehr dazu. Und ich glaube, dass Joe Riggs einfach, klar, ich will jetzt nicht sagen, du musst auf jeden Fall deine Karriere beenden, aber es ist auf jeden Fall was, worüber man sich Gedanken machen sollte und so schon mal die Augen offen halten sollte, nach Alternativen sich vielleicht Gedanken machen sollte. Und genau deswegen sollte man sich eben, wie Jamie Varner da halt, die Geschichte zu Herzen nehmen und einfach die Sache wirklich sehr, sehr ernst nehmen. Wir hatten es ja in letzter Zeit auch öfters im Gespräch, da Joe Rogan mit dem UFC-Schwergewicht Brandon Schaub gehadert hatte, hat sie ihm auch empfohlen, seine Karriere zu beenden, einfach weil da viel zu viel Schaden ja, passiert ist und das einfach eine gefährliche Sache ist. Und es ist ein gefährlicher Sport und Leute, die einfach so viele Verletzungen sich zugezogen haben und noch nicht an der Spitze der Gewichtsklasse stehen und einfach noch nicht so viel Geld machen, dass es wirklich man seine Zukunft damit sichern kann, dann ist es einfach eine Situation, in der man sich wirklich viele Gedanken machen sollte. Wobei man jetzt aber also Schaub und Riggs muss man ja schon unterscheiden. Bei Schaub hat ja Joe Rogan deswegen diesen Satz gesagt, dass er vielleicht die Karriere beenden sollte, weil Schaub einfach ständig K.O. geht. Und das halt, also natürlich ist es nicht gesund für den Schädel und fürs Gehirn. Es gibt halt noch nicht Studien, die belegen, wie schwerwiegend irgendwelche Langzeitfolgen daraus, also was für schwerwiegende Langzeitfolgen aus dieser Kopfgeschichte da hervorgehen, einfach weil der Sport noch so jung ist. Aber ungesund ist es auf jeden Fall, was die da tun. Bei Riggs ist es einfach, ich glaube nicht, dass es jetzt irgendwelche Kopfverletzungen sind, weil er jetzt, ich meine, wir haben jetzt 56 Kämpfe gezählt bei ihm in der Bilanz. Da ist er, glaube ich, 4 oder 5 Mal K.O. geschlagen worden oder sowas. Oder technisch K.O. geschlagen worden. Das ist über die Jahre verteilt jetzt nicht so schlimm und vor allem ist es auch nicht so schwerwiegend, wenn es nicht häufig nacheinander passiert. Aber bei ihm sind das eben die anderen Verletzungen. Ich glaube, seine Hände wird er irgendwie nach der Karriere auf jeden Fall vergessen können. Durch die vielen Schläge, die er ausgeteilt hat und durch die Faustschützer. Ich weiß nicht, inwieweit er Verletzungen an den Beinen hatte, Rücken, der Nacken. Das sind alles so Sachen, die einfach keinen Spaß machen im Alter und ja, er muss halt schauen, dass er ho hoffentlich genügend Geld auf die hohe Kante gelegt hat, dass er vielleicht nächstes oder übernächstes Jahr das vielleicht sogar schon beenden kann. Ich hoffe es für ihn sehr, dass er halt nicht einer von diesen Kämpfern wird. Das sieht man ja teilweise auch bei Boxern,
die dann im Alter wirklich kaum noch 1 zu 1 zusammenzählen können, weil sie halt so viele Schläge eingesteckt haben, so viele Verletzungen sich abgeholt haben und trotzdem dann irgendwie im Armenhaus landen, so ungefähr. Und Ja. das wäre einfach schade. Du sprichst auch gerade genau das an, was ich noch sagen wollte. Zum einen hast du den Punkt geliefert, MMA ist ein sehr, sehr junger Sport und das ist vollkommen richtig. Und wir haben einfach noch nicht Referenzen. Wir haben einfach noch nicht wirklich 60, 70 Jahre alte Ex-MMA-Kämpfer, wie du es teilweise im Boxsport hast. Und genau deswegen sollte man einfach wirklich sehr, sehr vorsichtig sein und einfach die Vielfalt an Verletzungen, die man sich beim MMA zuziehen kann, gerade das Joe Riggs einfach ein gutes Beispiel, ist einfach so enorm und nicht nur Schädeltrauma ist da eine Sache, sondern einfach noch sehr, sehr viel mehr spielt da mit rein. Und gerade deswegen denke ich mal, vor allem gerade für solche Kämpfer, die mit 30 Jahren bereits einen Veteranenstatus haben, die sollten da wirklich vorsichtig sein und ja, vielleicht lieber zu früh aufhören als zu spät, weil wie gesagt, sie möchten ja dann eigentlich auch noch ganz gerne 30, 40 Jahre irgendwie hier auf diesem Planeten verbringen und ja, möglichst schmerzfrei und beschwerdefrei leben. Und wenn man seinen Körper so sehr plagt, wie es hier manche getan haben, dann ist das sicherlich eine sehr, sehr schwierige Sache. Aber das ist einfach was sehr, sehr schwer abzuschätzen ist. Aber ich denke, es ist ein wichtiger Punkt, über den man sprechen muss und den man halt irgendwie vielleicht auch über der, das ist ein Punkt, der sehr, sehr ungern angesprochen wird, aber denke ich mal, ein wichtiger Punkt ist einfach. Ja, und das ist auch einer der Punkte, sag ich mal, weswegen Kang Lee und John Fitch jetzt die UFC verklagen. Einfach, weil nicht wirklich jeder Kämpfer oder kaum Kämpfer nach einer UFC-Karriere überhaupt noch ja, eine Möglichkeit haben, so dick Geld zu verdienen. Ist nicht jeder ein Chael Sonnen oder was weiß ich, Rashad Evans, die dann danach irgendwo bei einem Fernsehsender unterkommen und dann als Kommentator weitermachen könnten. Ja, also da, ich glaube, wir öffnen gerade insgesamt einen riesen Fass an Diskussionen, ein Riesenthema eigentlich. Und da hast du vollkommen recht. Ich meine, die UFC ist einfach die Top-Liga, wenn es um MMA geht. Und da wünscht man sich einfach, dass auch die Leute, die sich vielleicht noch am unteren Ende der Rankings befinden, trotzdem genügend Geld machen, weil sie einfach sich in der Elite dieser Sportart befinden und das ist oftmals einfach nicht der Fall. Die Leute verdienen viel zu wenig und das ist einfach ein Missstand, der ja vielen sauer aufstößt und der sich hoffentlich auch irgendwann ändern wird. Ist auf jeden Fall ein Riesenthema, aber eigentlich jetzt nicht unser Thema. Ich glaube, wir könnten da noch stundenlang drüber reden und wir werden sicherlich auch noch den ein oder anderen Podcast damit verbringen, über diese Themen zu sprechen. Gerade diese Klage, die du ansprichst, die wird ja sicherlich auch noch in nächster Zeit für einiges an Gesprächsstoff sorgen. Aber wir haben noch jede Menge Kämpfe vor uns, also lasst uns doch mal zum Hauptprogramm rübergehen. Da war nämlich der erste Kampf im Schwergewicht Matt Mitrione gegen Gabriel Gonzaga und hier ging es nur knapp 2 Minuten und dann hat Matt Mitrione schon den Sack zugemacht gehabt, einen TKO-Sieg eingefahren und ja, er hat es ziemlich leicht aussehen lassen. Ja, auf jeden Fall. Und ich muss sagen, ich war von Gonzaga ein bisschen enttäuscht, also dass da überhaupt nichts oder dass da nicht mehr von ihm kam. Ja. Ja, wirklich hatte ich nicht so gedacht. In seinen letzten Kämpfen hat er nicht so schlecht ausgesehen. Und von daher hatte ich gegen Mitrione jetzt mehr erwartet. Gegen Stipe Miocic hat er davor verloren, da kann man verlieren. Aber ja, ich weiß nicht. Mitrione sehe ich nicht wirklich so hoch an wie Miocic. Und von daher hatte ich wirklich gedacht, dass er hier ein bisschen mehr Land sehen würde. Ja, wer sich die Tipps angehört hat, die wir letzte Woche ja noch verteilt haben, da hatte ich ja eigentlich darauf gesetzt, dass Gonzaga es irgendwie schafft, ihn zu Boden zu bringen und ihn dann zur Aufgabe zu zwingen. Ja, ist natürlich grandios nach hinten gegangen. Also Mitrione hat einfach da eine super Leistung gezeigt. Überhaupt scheint er momentan, glaube ich, irgendwie der Teamwechsel Black Zenith. zu den Brazilians hat ihm auf jeden Fall gut getan. Und ich bin da mal echt gespannt, ob man von ihm jetzt noch irgendwie große Sprünge erwarten kann. Er ist natürlich auch schon in einem Alter angekommen, wo ja, wo man jetzt nicht mehr so viel wirklich, also wo er sich jetzt nicht mehr so viel bewegen wird in der Gewichtsklasse. Aber er ist ja noch relativ jung im Sport an sich und momentan wirklich auf einem sehr guten Weg. Und ich würde sogar sagen, dass Gonzaga jetzt auf jeden Fall der wichtigste Sieg in seiner Karriere bisher war.
Ja, Martin hat schon recht. Ich hatte auch das Gefühl, dass Gonzaga sich einfach auch ein bisschen in sein Schicksal ergeben hat. Und ich denke, er war einfach ein bisschen überfordert von Mitrione, der trotz seiner Größe wirklich sehr agil ist, sich sehr schnell bewegt, einfach gute Reflexe hat. Und Gonzaga ist dann doch eher jemand, der ja sehr plattfüßig unterwegs ist und eher langsam und stoisch sich fortbewegt. Und ich glaube, er war einfach, wie gesagt, überfordert von Mitriones Kampfstil. Und das Ende kam dann und man hat das Gefühl gehabt, Gonzaga hat sich, wie gesagt, einmal in sein Schicksal ergeben und hat dann gesehen, ah, ich glaube, gegen Mitrione wird das nichts mehr. Und Mitrione hat dann noch ein paar weitere Schläge am Boden gelandet und dann hat der Referee auch genügend gesehen gehabt und hat es abgebrochen. Und ich denke, das war schon in Ordnung so und guter Sieg für Mitrione. Gabriel Gonzaga, hätte ich ganz gerne noch ein bisschen mehr gesehen, aber war wohl leider auch nicht drin. Gegen wen stellen wir Mitrione jetzt als nächstes? Ja, gute Frage. Ja, ich weiß nicht, was haltet ihr von Stefan Struve? Mitrione gegen Struve. Ja, Ich fände ich würde nicht eher Overeem verkehrt. sagen. Oder das gefällt mir sogar noch besser, denn da haben wir noch einen anderen Angle, um es mal so auszudrücken, denn zwischen Mitrione und Overeem herrscht ja auch nicht gerade die beste Stimmung, die sind ja auch nicht gerade die allerbesten Freunde und Mitrione sieht ja wirklich mittlerweile sehr, sehr gut aus im Schwergewicht, wenn man mal von der Niederlage gegen Brandon Schaub absieht und Alistair Overeem hat sich jetzt im nächsten Kampf, der hier stattgefunden hat, das war nämlich Alistair Overeem gegen Stefan Struve, auch ganz gut ausgesehen, hat den TKO-Sieg in Runde 1 eingefahren gegen seinen Landsmann und ich denke mal, das Match zwischen Mitrione und Overeem wäre sicherlich nicht schlecht und auf jeden Fall denke ich mal auch ein Kampf, der sich sehr gut vermarkten lässt, vielleicht sogar als ein Hauptkampf auf einer, ja, auf einer Fight Night, denn beide haben einen großen Pool an Fans und Hatern. Und wir haben Overeem, der einfach aufgrund seiner Statur und seiner ganzen Story, die er mitbringt, hat er, wie gesagt, nicht nur Fans, sondern Hater. Und Mitrione ist ja viel noch aus der Tough-Staffel mit den Heavyweights bekannt und hat sich da auch einiges an Fans und Hatern eingesagt. Von dem her, denke ich mal, haben wir in dem Matchup auf jeden Fall tonnenweise Augenpaare und rein kämpferisch gesehen auch kein schlechter Kampf. Ja, weil du gerade schon den Kampf zwischen Overeem und Struve ansprichst, da muss ich ja sagen, ich habe mich ja eigentlich doch sehr gefreut auf die Rückkehr von Stefan Struve, aber ja, gezeigt hat er leider recht wenig, muss ich sagen. Keine Ahnung, was da bei ihm schief lief gegen Overeem. Er hätte eigentlich nur so ähnlich wie Travis Brown mit lauter Pushkicks und Frontkicks arbeiten müssen. Ich glaube, in irgendeinem wäre Overeem auch irgendwann K.O. gegangen. Ich habe auch nicht wirklich verstanden, warum er einfach liegen geblieben ist, statt wieder aufzustehen und im Stand sich zu bearbeiten, weil man hat ja gesehen, dass Overeem keinen Bock drauf hatte, sich mit ihm im Stand zu messen, einfach weil er durch den größten Nachteil nicht so gut rangekommen ist. Also die Leistung von Stefan Struve und die Taktik, die er gefahren ist, erschließt sich mir leider von vorne bis hinten überhaupt nicht. Sehr schade, ich hätte mir die Rückkehr wirklich besser vorgestellt, aber ja, Hauptsache, er ist da gesund wieder rausgekommen und ich hoffe, das ist jetzt nur naja, wie soll ich denn sagen, den Octagon-Jitters geschuldet und der einfachen Befürchtung, dass er vielleicht doch noch nicht ganz auf der Höhe seiner Kraft ist, aber ich hoffe, dass es beim nächsten Mal einfach besser wird. Ja, vor allem, also ich fand, er konnte seine Reichweite irgendwie so überhaupt nicht einsetzen. Durch so eine paar Schläge, die da reingekommen sind, ist Overeem irgendwie durchmarschiert. Und ja, wenn Overeem nach den Takedowns sucht, dann sagt er schon so einiges. Aber gut, es hat für ihn hier funktioniert. Er hat TKO am Boden gekriegt und ja, auf jeden Fall war es ein dringender Sieg, den er gebraucht hat. Ja, absolut. Und ja, also ich würde jetzt auch nicht allzu viel in Struves Performance jetzt reinwerten. Es war einfach jetzt, in seinem Leben ist viel passiert, auch rein körperlich hat er jetzt viel durchmachen müssen und Overeem ist auch nicht gerade so der Gegner, den man sich unbedingt wünscht, jetzt wenn man doch etwas länger aus dem Octagon draußen war und viele Probleme außerhalb hatte. Und ja, die Taktik ist nicht ganz aufgegangen und gerade auch was ihr jetzt angesprochen habt, dass er seine Reichweite nicht nutzen kann, das ist ja irgendwie schon so das Standardproblem bei Struve, das haben wir immer wieder und bei seiner Länge wünscht man sich natürlich, dass er
seinen Reichweitenvorteil nutzt, und das hat er auch hier leider nicht anbringen können. Als es dann zu Boden gegangen ist, hatte ich darauf gehofft, dass Struve da noch irgendwas machen kann, denn er ist ja fürs Schwergewicht und auch für seine Größe ein überraschend guter Grappler mit vielen Submission-Siegen, aber auch da hat es ja nicht ganz funktioniert, und Overeem hat dann recht ordentliches Ground and Pound gezeigt, hat den Kampf dann ganz ordentlich auch beendet, von dem her denke ich mal, ja, man kann in den Kampf insgesamt nicht allzu viel reinwerten, aber ich denke mal, beide haben jetzt mit dem Kampf sich auf jeden Fall erstmal ein bisschen zementiert. Overeem bleibt in der UFC, und ich denke auch Struve, obwohl er hier jetzt verloren hat, hat auf jeden Fall gezeigt, dass er zumindest den Weg ins Octagon wieder schafft und nicht einfach zu sehr im Kopf bei seiner Verletzung und bei seiner krankheitlichen Problemen ist. Von dem her denke ich mal, gut, dass wir beide gesehen haben, und beide halten sich im Schwergewicht und beide werden sicherlich auch noch ein paar Kämpfe in der UFC zeigen können. Also ich könnte mir zum Beispiel jetzt sehr gut vorstellen, dass die UFC einfach die Sieger dieser beiden Kämpfe und die Verlierer dieser beiden Kämpfe gegeneinander stellt. Also es wäre dann Struve gegen Gonzaga und Overeem gegen Mitrione. Ich bin eigentlich da mit beiden Ansetzungen, könnte ich zufrieden sein. Ich denke mal, dass Gonzaga momentan nicht das Potenzial hat, um Struve auszunocken, und beide stehen gerne, beide können aber auch was auf dem Boden, und ich glaube, das dürfte eine ganz ordentliche Geschichte werden, wenn es denn passiert. Ja, also das würde ich auch so unterschreiben. War ich eigentlich der Einzige, der die Optik in diesem Kampf ein bisschen lustig fand? So diesen langen Struve da und dann den bulligen Overeem dagegen. Ja, der breite braune und der lange weiße, das war schon ganz interessant. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe das Gefühl, Struve wird immer größer. Vielleicht liegt es daran, dass ich ihn einfach schon so lange nicht mehr gesehen habe, aber Struve ist doch einfach so ein Riese, das ist unglaublich. Und gerade deswegen ist es so schade. Es wär genial, wenn wir in seinem nächsten Kampf wirklich sehen würden, dass er seine Reichweite wirklich perfekt nutzt, denn ich glaube, dann wäre er noch umso gefährlicher. Und man muss auch dazu sagen, guckt euch die Bilanz an, er ist ein klasse Kämpfer, er hat viele tolle Sachen gezeigt, und ich denke da einfach die Performance ein bisschen einfach seiner Gesundheitsproblematik geschuldet ist, und dass das sicherlich auch wieder besser aussehen wird. Aber vorerst genug von den Schwergewichten, kommen wir zum Co-Hop-Kampf des Abends. Da hatten wir Rafael Dos Anjos und Nate Diaz im Leichtgewicht, beziehungsweise ein Catchweight, denn Nate Diaz hat es nicht geschafft, bei den Weigh-ins das Gewicht zu machen, war doch einige Pfund drüber, und es hat nicht sollen sein für Nate Diaz. Rafael Dos Anjos hat ja auf jeden Fall echt ganz ordentlich Diaz zugesetzt, hat sehr, sehr viele Legkicks ausgepackt, das war schon teilweise mit hart anzusehen und schon fast Jose Aldo Uriah Faber-esque, wenn man sich dann Nate Diaz Bein angesehen hat, das schon blau und rot angelaufen war, und wir uns gefragt haben, wie zur Hölle kann Nate Diaz überhaupt noch auf dem Bein stehen. Es ging trotzdem an die Punktrichter, und Rafael Dos Anjos hat sich auch von zwei Punktrichtern dann hier die Wertung 30-26 und von dem anderen 30-27 gesichert, und vollkommen zu Recht. Klasse Leistung von Dos Anjos. Allerdings meiner Meinung nach ein bisschen schade, dass da von Nate Diaz einfach nicht das kam, was ich mir erwartet habe. Da kam einfach zu wenig, und es ist leider einfach so, dass die Diaz-Brüder, man weiß, was man von ihnen zu erwarten hat. Sie haben einen Stil, den sie durchziehen, und wenn der gegen den Gegner nicht funktioniert, dann ist in der Regel der Kampf auch gelaufen, denn arg viel an technischer Vielfalt sieht man dann halt einfach nicht. Man hat das Boxen, man hat das klasse BJJ der beiden, aber ansonsten sieht man einfach nicht wahnsinnig viel, und genau das war in dem Kampf ja auch der Fall. Dos Anjos hat es klasse gemacht, und Diaz, keine Ahnung, was da gerade los ist. Ja, ich weiß nicht, ob ich hier gerade mit dem richtigen Publikum spreche, aber ich muss sagen, mir hat der Kampf sehr gut gefallen. Allein schon, weil Nate Diaz da mit 2,5 Kilo zu viel in den Kampf geht. Also, Entschuldigung, wenn du da vorher so viel Stress machst und sagst, die UFC zahlt ganz scheiße und was weiß ich nicht alles, was da im Moment von den Diaz-Brüdern kommt. Das ist lächerlich, dass CM Punk verpflichtet wurde. Ja, sowas halt, und dann selber kriegst du das Gewichtslimit nicht eingehalten. Wirst da 3 Runden lang vermöbelt, und wenn du auf dem Rücken liegst, drückst du deinem Gegner noch irgendwelche Sprüche rein. Ich fand das so gut. Ich weiß nicht, ob das zweite oder dritte Runde war. Da hat Diaz dann angefangen, mit Dos Anjos zu reden, als er den in der Guard hatte, und dann kamen 2-mal richtig schöne Ellenbogen durch. Also, mir hat der Kampf gefallen. Ja, man muss auch sagen, dass jegliches Momentum, was Diaz vorher hatte, wo er sich ja so ein bisschen als, Anti-Corporate-Typ
inszeniert hat, was die Diaz-Brüder ja auch wirklich sind, hat er wirklich da verloren in diesem Kampf. Er hat ja auch danach gesagt, dass er wohl im Training sich eine Verletzung zugezogen hat und allerdings auch aufgrund von mangelnder Bezahlung oder Geldmangel es sich nicht leisten konnte, den Kampf abzusagen, sonst hätte er es nämlich, sonst wäre er gar nicht angetreten. Das hören wir ja regelmäßig. Aber so schlecht wie gegen Dos Anjos habe ich ihn eigentlich echt selten gesehen. Das war einfach von vorne bis hinten überhaupt nichts. Und Dos Anjos ist halt die perfekte Strategie gefahren. Immer schön die Beine attackieren. Wir wissen, dass die Diaz-Brüder beide es nicht so drauf haben mit dem Checken der Legkicks. Und wenn man das mal wirklich so gut ausbreitet, wie Dos Anjos das macht, dann sind die Diaz-Brüder, oder jetzt in diesem Fall eben Nate Diaz, auf jeden Fall machbare Gegner. Auch bei Dos Anjos, ich muss auch sagen, habe mich echt für ihn gefreut, nicht unbedingt weil es Diaz war, sondern weil ich ihm den Sieg auf jeden Fall sehr gegönnt habe. Er hat sich ja jetzt damit auch den nächsten Titelkampf geholt gegen Anthony Pettis, weil Khabib Nurmagomedov ja noch verletzt ist. Und man muss einfach sagen, dass der Junge eine fantastische Entwicklung hingelegt hat, wenn man sich an seine Anfangszeit in der UFC zurückerinnert, wo er ja wirklich teilweise schon mit Gegnern wie Clay Guida große Probleme hatte und da ja auch verloren hat. Dann ist das, was er jetzt gerade zeigt, einfach eine fantastische Leistung und der Kampf war sehr dominant geführt. Er hätte ihn vielleicht sogar finishen können, wenn er es darauf angelegt hätte, aber war auf jeden Fall taktisch und strategisch optimal. Einfach eine perfekte Leistung von Anfang bis Ende von Dos Anjos und hat mich sehr für ihn gefreut. Ja, und da sprichst du es auch gerade schon an. Khabib Nurmagomedov ist ja aktuell noch verletzt und deswegen finde ich auch jetzt hier die Kampfansetzung zwischen dem aktuellen Champion und Rafael dos Anjos eigentlich echt super. Das könnte wirklich ein klasse Kampf werden, vor allem Rafael dos Anjos, den wir jetzt ja wirklich schon seit einer sehr langen Zeit in der UFC sehen und der hat sich doch einfach in letzter Zeit so gut gemacht, hat sich wirklich klasse weiterentwickelt, hat sich sehr, sehr viel ja, an neuen Techniken zugelegt, hat einfach ein ganz anderes Mindset. Man hat das Gefühl, es ist ein ganz anderer Kämpfer mittlerweile. Und diesen Rafael dos Anjos, den möchte ich auf jeden Fall auch im Titelkampf sehen. Und dann denke ich mal, auch wenn der Kampf vielleicht länger als eine Runde geht und ein paar Runden geht, dann denke ich mal, haben wir da ein echtes Feuerwerk vor uns und ich freue mich schon drauf. Und ja, der Kampf zwischen Diaz, da war, wie gesagt, wie du schon gesagt hast, von Diaz kam da einfach nichts. Das Beeindruckendste, was Diaz hier gezeigt hat, war, dass er die Legkicks ausgehalten hat und noch auf seinem Bein stehen konnte. Aber ja, das war jetzt Dos Anjos Nacht und nicht wirklich die von Nate Diaz. Von dem her, Gratulation, Herr Dos Anjos und Diaz. Ja, das war einfach nix. Ja, für mich war das eigentlich nur eine Bestätigung der Leistung von Dos Anjos da, was er gegen Benson Henderson gezeigt hat, als er den K.O. geschlagen hat. Und deswegen denke ich, also mit dieser überzeugenden Leistung gegen Diaz hat er sich den Titelkampf auch wirklich verdient. Und wenn man guckt, wen er da halt in letzter Zeit alles besiegt hat, also doch verdient der Titelkampf dann demnächst. Ja, und ich meine, allein schon die Art, wie er Benson Henderson besiegt hat, allein der Knockout über Benson Henderson hätte ihm ja eigentlich schon den Titelkampf sichern sollen, weil ich meine, Benson Henderson auf diese Art zu finalisieren ist schon eigentlich fantastisch und Dos Anjos hat jetzt mit dem Sieg über Nate Diaz einfach das nur noch zementiert und seien wir ehrlich, er hat es einfach verdient, hier den Titelkampf zu bekommen und auch wenn er sich vielleicht nicht gegen Pettis durchsetzen wird, auf jeden Fall eine klasse Geschichte, war sehr schön mit anzusehen und ich freue mich auf jeden Fall schon mal auf den Titelkampf. Jetzt lasst uns aber zum Hauptkampf des Abends kommen. Ebenfalls im Schwergewicht wird es auch die anderen zwei Starterkämpfe auf dem Hauptprogramm. Junior dos Santos gegen Stipe Miocic und ich muss sagen, ich habe mir den Kampf wirklich ganz anders vorgestellt gehabt. Ich war mir sehr sicher, dass dos Santos hier sich ganz anders präsentieren würde und Stipe Miocic doch stark dominieren würde. Aber da muss man wirklich sagen, Stipe Miocic hat gezeigt, dass er tatsächlich zu den allerbesten im Schwergewicht gehört. Denn die ersten zwei Runden, die er hier gezeigt hat gegen Dos Santos, das war wirklich absolute Weltklasse und er hat sogar so gut ausgesehen, dass man sich schon fragen muss, hat Dos Santos vielleicht einfach zu viel Schaden genommen in den letzten zwei Kämpfen, die er gegen Cain Velasquez bestritten hat, denn man hat fast das Gefühl gehabt, dass Dos Santos überhaupt kein Land gesehen hat gegen Miocic, der sah einfach viel zu gut aus und wie gesagt, es hat zwar nicht dafür gereicht, letztendlich hat Dos Santos doch den Punktsieg davongetragen, aber das, was Miocic hier in dem Kampf gezeigt hat, da muss man wirklich sagen, in dem Kampf gibt es eigentlich keinen Verlierer, denn Miocic hat sich hier wirklich zementiert in der Gewichtsklasse und ich denke mal, die Leute sehen ihn jetzt, obwohl er verloren hat, doch in einem anderen Licht.
Da kann ich dir jetzt leider nicht zustimmen, Moritz. Für mich ist der Verlierer trotz allem Junior dos Santos. Und zwar einfach deswegen, weil er eigentlich mit Miocic also er hätte Miocic einfach dominieren müssen. Er hat zwar relativ klar gewonnen auf den Punktzetteln, wo allerdings muss ich sagen, dass ich diese 49-46 Wertung, die es da gab, oder die beiden Wertungen, die 49-46, nicht teile. Ich hatte Dos Santos mit 3 zu 2 kn ganz knapp vorne, nachdem ich mir den Kampf nochmal angeschaut habe. Aber er ist einfach extrem langsam geworden, habe ich das Gefühl. Also ja, Joe Rogan hat es während des Kampfes immer mal wieder gesagt, und du ja gerade eben auch. Man weiß ja nicht, wie viele Lebensjahre oder wie viele Kämpferjahre hat Velasquez aus ihm herausgeprügelt, muss man ja fast schon sagen, in diesen zwei harten Duellen, die er da gegen ihn stehen musste. Und also Dos Santos, eigentlich ist er ein so guter Standkämpfer, dass er Miocic im Stand hätte auseinandernehmen müssen. Weil Miocic ist zwar gut, aber noch nicht so gut. Dass er es nicht geschafft hat, lässt auf jeden Fall Rückschlüsse ziehen über das Mindset und auch über den physischen Standpunkt von Dos Santos momentan. Und wenn er jetzt nochmal einen Titelkampf kriegen sollte gegen Velasquez, dann wird es eine so dermaßen eindeutige Geschichte. Also ich glaube, dass Dos Santos seinen Zenit wirklich mittlerweile überschritten hat und er jetzt gerade schon auf dem absteigenden Ast ist. Ja, also da magst du schon recht haben, aber findest du nicht, auch wenn die Leistung von Dos Santos vielleicht nicht die war, die man sich erwartet und erhofft hat, dass Miocic dennoch überrascht hat hier wirklich, wie gut er ausgesehen hat, denn gerade die ersten zwei Runden, ich bin wirklich mit offenem Mund da gesessen, denn wir wissen, dass Miocic wirklich ein klasse Kämpfer ist, aber wie er hier mit Dos Santos teilweise den Boden aufgewischt hat, also das hätte ich absolut nicht erwartet. Ja, das ist natürlich klar. Also Miocic hat eine gute Leistung gezeigt, aber es hätte nie so weit kommen dürfen von Dos Santos Seite her. Einfach weil er war wirklich zu langsam. Er hat sich den Gameplan von Miocic teilweise aufzwingen lassen. Gut, Dos Santos war immer jemand, der ein oder zwei Schläge zu viel genommen hat. Das war schon immer in seinen Kämpfen so. Aber so wie gegen Miocic, da darf er einfach nicht aussehen, wenn er nochmal wirklich auf eine Stufe mit Cain Velasquez gestellt werden möchte. Und das ist ja eigentlich sein Ziel. Er will ja den Titelkampf und er will ja auch seinen Titel zurück. Aber wenn er nochmal da so in den Käfig steigt wie gegen Miocic, da sehe ich für ihn echt wenig Land, muss ich sagen. Also eigentlich muss Dos Santos jetzt ja wirklich drauf hoffen, dass der aktuelle Interims-Champion im Schwergewicht, Fabricio Werdum, gegen Cain Velasquez gewinnt, weil ich denke mal, dann hat er noch eine bessere Chance. Er hat ja bereits einen K.O.-Sieg über Werdum, denn ich gebe dir vollkommen recht, ich denke, wenn es zu einem erneuten Kampf zwischen ihm und Cain Velasquez kommt, da sieht einfach Dos Santos einfach gar kein Land mehr. Ja, und ich gebe hier auch Alex recht, also mit der Leistung von Dos Santos, also da war ich doch ziemlich enttäuscht. Das war nicht der Typ, der im zweiten Kampf 5 Runden da mit Velasquez gegangen ist. Also, und die 49-46, die fand ich auch ja sehr positiv für Dos Santos gewertet. Ich hatte das hier auch 48-47. Ja, und ich denke auch nicht, dass Miocic hier so super gut aussah. Das war einfach, Dos Santos sah so schlecht aus. Ja, ich muss auch ganz ehrlich sagen, man muss sich den Kampf, wenn man ihn sich nochmal ansieht, muss man auf jeden Fall den Kommentar ausstellen. Weil Rogan und Goldberg, die kommentieren da so dermaßen einseitig, da ist alles zu spät. Also da wird jeder Treffer von Miocic wird ja abgefeiert. Ah, oh, he's hurt, Mike, he's hurt. Wo man ja wirklich teilweise auch sieht, dass Dos Santos da gerade nochmal eine Maid-Bewegung macht. Deswegen also ich verstehe auch zum Beispiel nicht, warum viele Fans sagen, ja, dass Miocic betrogen wurde, dass er den Kampf gewonnen hat, weil das ist einfach nicht der Fall gewesen. Dos Santos war nicht in jeder Runde, aber auf jeden Fall in den meisten Runden besser und hat die klaren Treffer gelandet. Und ja, Miocic auf jeden Fall besiegt, aber eben nicht auf dem Niveau, was wir von Dos Santos einfach erwarten. Also ich will jetzt hier nicht den Abgesang auf ihn einleiten, von wegen hier, bevor du noch weiter Schaden nimmst und nochmal so verprügelt wirst, beende lieber deine Karriere. Aber ja, es ist halt einfach so, für Dos Santos ist der Anspruch da, er muss eigentlich an die Spitze der Gewichtsklasse, weil für den Rest ist er einfach zu gut. Und wenn er es nicht schafft, an Velasquez vorbeizukommen, was für einen Sinn hat das noch, was er dann tut? Ja, es ist jetzt einfach halt die Frage, lag das jetzt einfach an der Tagesperformance? War es vielleicht einfach nicht sein Tag? Er hat ja einfach auch ein paar Runden gebraucht, bis er reingekommen ist und dann Miocic davongezogen ist. Oder ist er tatsächlich einfach nicht mehr der Dos Santos von vor ein paar Jahren? Hat er einfach tatsächlich, ja, wie du schon sagst, sein Zenit erreicht? Und
ist einfach auf dem absteigenden Ast oder war das jetzt tatsächlich einfach nicht die Glanzperformance und es war einfach nicht sein Abend. Ich denke mal, das werden wir dann sehen in seinem nächsten Kampf, aber es bleibt natürlich noch zu hoffen, dass wir zum alten Dos Santos zurückkehren, denn der ist tatsächlich, wie du gerade auch gesagt hast, einfach besser als alle anderen im Schwergewicht, mit Ausnahme natürlich von Cain Velasquez. Wir werden es ja sehen. Durch diesen Sieg wird er auf jeden Fall einen Titelkampf um den Interimstitel gegen Werdum bekommen, weil Velasquez immer noch verletzt ist. Und ja, da wird sich dann halt zeigen, ob Dos Santos noch gut genug ist für einen Titelkampf oder ob er jetzt wirklich, seine körperliche Hochphase auch rum ist. Ich meine, er ist jetzt noch nicht, er ist eigentlich noch ein relativ junges Schwergewicht mit gerade mal 30 Jahren, wenn man das so sieht. Aber er hat halt dann teilweise wirklich schon diese harten Schlachten gegen Velasquez hinter sich. Und sowas zehrt natürlich am Körper. Also mir ist es dann auch klar, dass man da nicht topfit wieder rausgeht aus diesem Kampf. Und auch gegen Mark Hunt hat er einige Bomben genommen. Also ja, Skin ist noch da, aber wer weiß, wie lange noch. Ja, und ich sehe im Moment eigentlich auch keinen anderen Kampf für Dos Santos als gegen Werdum. Oder habt ihr da sonst noch eine Idee? Ich habe es vorhin für Mitrione ja schon erwähnt, aber eigentlich ist das jetzt, wenn man ihn nicht in den Interimstitelkampf steckt, ist es die perfekte Gelegenheit, ihn gegen Alistair Overeem zu stellen. Und das ist ein Kampf, den wollten vor 2 Jahren eigentlich alle Fans sehen. Halt vor 2 Jahren. Also hat auf jeden Fall Overeem gerade jede Menge Optionen. Alle wollen Overeem. Werden uns auf jeden Fall überraschen lassen, für wen sich die UFC dann entscheidet. Aber ja, im Schwergewicht ist gerade ein bisschen kompliziert. Jetzt ist natürlich auch die Frage, was machen wir mit Miocic? Der muss sich jetzt ja auch erstmal wieder hinten anstellen. Denn wenn er in Richtung eines Titelkampfes möchte, dann muss er auf jeden Fall dann nochmal einige Leute schlagen. Und im Schwergewicht ist es natürlich einfach auch schwierig, Kämpfe zu bekommen. Ist einfach nicht so dicht. Und jetzt bleibt es natürlich an der UFC hängen, welche Matches gemacht werden. Es gibt nicht allzu viele Optionen, aber ein paar, die eigentlich ganz ordentlich ausschauen. Ich denke, viele davon, wie du schon auch sagst, werden Overeem involvieren. Und welche das letztendlich sein werden, da müssen wir uns überraschen lassen. Ach, also für Miocic sehe ich eigentlich echt viele Optionen, muss ich sagen. Da gibt's einen Travis Brown, da gibt's einen Mark Hunt, einen Josh Barnett, den man gegen ihn stellen kann. Also ja, aber ich denke, er braucht auf jeden Fall dann mehr als nur einen Sieg. Er braucht definitiv noch ein paar, um sich wieder dorthin zu bewegen, wo er hin wollte. Und da hat ihn auf jeden Fall der Sieg jetzt doch erstmal etwas zurückgeworfen. Naja, also finde ich jetzt gar nicht so, weil er hat gegen die Nummer 2 oder Nummer 3 der Welt 5 Runden lang sehr gut durchgehalten und auch die eine oder andere Runde gewonnen. Ich glaube nicht, dass an seinem Standing innerhalb der Gewichtsklasse jetzt irgendwie, dass sein Standing darunter gelitten hat unter dieser Leistung, weil er sich ja eigentlich besser verkauft hat, als viele es gedacht hätten. Ich kann mir auch vorstellen, dass man jetzt zum Beispiel ihn gegen einen Andrei Arlovski stellt oder sowas. Also mit Miocic, da wird man noch sehr viel Spaß haben im nächsten Jahr. Und ich glaube, wenn wir in einem Jahr nochmal diesen Kampf sehen, dann könnte es schon sein, dass Miocic triumphieren wird. Aber ja, wie du schon sagst, er muss natürlich jetzt auch erstmal wieder ein paar Siege holen. Nur Möglichkeiten für ihn gibt es auf jeden Fall da genug. Also bevor wir jetzt hier uns dann der kommenden Fight Night in Brasilien widmen, möchte ich nochmal kurz sagen, also auch insgesamt ein recht interessantes und unterhaltsames Event hier mit einigen Kuriositäten. Und ich möchte auch nochmal vermerken, im Vorprogramm empfehlenswert Henry Cejudo gegen Dustin Kimura. Cejudo ist ja ein Goldmedaillengewinner in den Olympischen Spielen. Hat hier im Ring die Goldmedaille gewonnen und sah fantastisch aus in dem Kampf, hat seinen Ring praktisch nicht verwendet und hat Dustin Kimura wirklich schwer zugesetzt. Und auch ansonsten waren da hier noch ein paar ganz nette Kämpfe drin versteckt. Die Hauptkämpfe habt ihr jetzt gerade auch gehört, auf jeden Fall. Wie gesagt, ein gutes Event, kann man sich auf jeden Fall nochmal anschauen. Aber wir schwenken jetzt um nach Brasilien. Denn am 20. Dezember steht an die Fight Night Lyoto Machida gegen CB Dolloway. Und das auf jeden Fall, muss man ganz ehrlich sein, eine Kampfkarte, die auf den brasilianischen Markt zugeschnitten ist. Und wir schauen uns jetzt hier auf jeden Fall mal den Co-Hauptkampf und den Hauptkampf an. Im Co-Hauptkampf sind wir im Bantamgewicht und da haben wir den ehemaligen Champion Hannon Barrow gegen Mitch Gagnon. Jetzt vielleicht auch eine Kampfansetzung, die ich so nicht unbedingt erwartet hätte. Mitch Gagnon hat auf jeden Fall einen ordentlichen Brocken vor sich und Barrow muss auf jeden Fall
er muss eigentlich Gagnon doch ordentlich zusetzen, damit er hier sein Standing irgendwo wahren kann, denn noch vor kurzem war er wirklich ein Kämpfer, von dem man gehört hat, oh, das ist der Pound for Pound beste Kämpfer auf dem Planeten mit einem fantastischen Kampfrekord und ja, TJ Dillashaw hat das jetzt ja ein bisschen vereitelt und ich denke mal, Barao muss hier Mitch Gagnon eigentlich auf jeden Fall finalisieren, um wieder an ja die alten, glorreichen Tage zurückkehren zu können. Man darf dabei ja auch nicht vergessen, dass Barao eigentlich im August einen direkten Rückkampf um den Titel hatte und den dann nicht wahrnehmen konnte, weil bei ihm beim Cut ja einiges schiefgelaufen ist. Ja, ich denke mal, das ist auch jetzt der Grund, warum er hier gegen Gagnon kämpft und ja, die UFC will ihm halt zeigen, wenn du nicht vernünftig da nach unseren Regeln spielst oder dich jedenfalls nicht vernünftig da für einen Kampf vorbereiten kannst, dann kriegst du beim nächsten Mal auch nicht so einen hochkarätigen Gegner. Und ja, ich weiß jetzt nicht, wie viel er hier besiegen muss, um einen weiteren Titelkampf zu bekommen, aber ich denke mal, dass Gagnon hier für ihn eigentlich kein großes Problem darstellen sollte. Ja, das denke ich eigentlich auch. Also wenn man nur allein die Platzierung in den Rankings anschaut, dann ist Barao eigentlich der erste Herausforderer auf den Titel und Mitch Gagnon ist auf Platz 14. Da ist die Diskrepanz ja doch deutlich hoch und also Gagnon ist zwar ein ordentlicher Kämpfer, hat auch seine Momente bisher gehabt, aber der Sprung, den er jetzt machen muss, weil in seinem letzten Kampf hat er mit Roman Salazar einen Debütanten gehabt im Oktober, dieser Sprung von so einem Gegner hoch zu einem wie Barao, der ist einfach unfassbar hoch, also unfassbar groß. Und so gerne ich da auch sehen würde, dass Gagnon mindestens mal ein guter Wettbewerber ist in diesem Kampf, ich sehe es einfach nicht. Also ich glaube, ein motivierter Barao ist auf jeden Fall für jeden Kämpfer weltweit eine harte Nuss. Und für jemanden, der noch nicht auf so einem Niveau gekämpft hat wie Gagnon, eigentlich fast unbesiegbar, fast unbesiegbar. Ja, zumal man muss ja wirklich auch sagen, die Umstände sind ja auch nicht gerade ideal für Gagnon und auf jeden Fall hier ist Hannon Barao ein bisschen im Vorteil. Er ist ja hier, wie gesagt, in Brasilien, hat auf jeden Fall auch die ganzen Fans auf seiner Seite. Gagnon begibt sich hier auf unbekanntes Territorium und muss sich hier gegen jemanden stellen, der wirklich von vielen als einer der besten Kämpfer angesehen wird. Und Barao will natürlich unbedingt gewinnen, er will wieder zurückkehren an das Standing, das er noch vor kurzer Zeit hatte. Von dem her denke ich mal, ist es ein schwieriger Kampf für Gagnon und die Leute werden auf jeden Fall erwarten, dass Barao hier Gagnon sehr schnell ja, zu Fall bringen wird und hier möglichst spektakulär einen Sieg einfahren wird. Aber gerade wenn in dem Kampf so viele Erwartungen mitspielen, dann kommt es ja oft anders als gedacht. Aber ich denke mal schon, dass Barao hier den Sieg nach Hause tragen wird. Ich denke, das ist auch eine Möglichkeit der UFC, jetzt wo er mal ausnahmsweise nicht im Titelkampf steht, dass man Barao mal wieder in seiner Heimat auch zeigt. Wenn man sich seine Bilanz anguckt, dann fällt auf jeden Fall deutlich auf, dass er seit über 4 Jahren nicht mehr in Brasilien gekämpft hat, obwohl er Champion ist und Brasilianer. Also ein Jose Aldo, der darf ja auch in Brasilien antreten, auch ein Lyoto Machida und auch andere brasilianische Champions haben auch Titelkämpfe in Brasilien bestritten, Barao noch nicht. Also seit er von der WEC verpflichtet wurde, ist er nicht mehr in Brasilien angetreten. Von daher ist es jetzt auch eine willkommene Gelegenheit, ihn mal wieder seinem Heimpublikum vorzustellen und zu zeigen. Und da wird dann eben mit Gagnon jemand zur Schlachtbank geführt, der es eigentlich besser verdient hätte und sich vielleicht auch ganz gut aus der Affäre zieht, aber die Denkweise der UFC ist hier ganz klar, dass man Barao auch vor heimischem Publikum wieder zu einer Marke macht und da sollte es dann schon irgendwie ein Highlight-KO sein oder auf jeden Fall eine dominante Leistung. Ja, und ein bisschen eine Ähnlichkeit, was das Matchup angeht, haben wir dann auch im Hauptkampf im Mittelgewicht Lyoto Machida gegen CB Dolloway und ich denke mal, da werden auch die meisten Leute, die mit Lyoto Machida gehen, mit ziemlicher Sicherheit, ist vielleicht nicht unbedingt ein Mismatch, aber auf jeden Fall denke ich mal, die meisten Leute werden schon davon ausgehen, dass Machida hier doch sehr eindeutig den Kampf gewinnen wird, vielleicht sogar auch vorzeitig, aber ich muss dazu auch sagen, bei solchen Matchups ist es immer so, ich gucke schon irgendwie zu lange MMA, um zu wissen, dass ja Lyoto Machida gewinnen wird, aber ich gucke auch schon zu lange MMA, um zu wissen, dass einfach
gerade in solchen Kämpfen, wo alle Leute davon ausgehen, ah, es muss genau so passieren, dann kommt es meistens anders, als man denkt. Ich meine, wir hatten es ja gerade von Hannon Buehrau und TJ Dillashaw, wo alle damit gerechnet haben, dass TJ Dillashaw von Hannon Buehrau wirklich, wie du schon gesagt hast, zur Schlachtbank geführt wird, und es kam dann ganz anders. Wird das bei CB Dolloway und Machida ebenfalls so sein? Ich glaube nicht wirklich dran. Ich denke auch, dass Machida es hier machen wird, aber man kann ja wirklich nie alles vollkommen ausschließen, und CB Dolloway ist, muss man dazu sagen, mittlerweile besser Kämpfer, als es noch vor ein paar Jahren war. Aber ob es dafür reicht, Machida zu besiegen, da zweifle ich dann doch dran. Ja, aber wer hatte auch damit gerechnet, dass Dolloway in seinem letzten Kampf gegen Francis Camon gewinnt? Das waren, glaube ich, auch nicht so viele. Machida ist natürlich nochmal eine andere Hausnummer, da will ich ja gar nichts sagen. Und ja, ich denke, Machida, die Takedown-Verteidigung von ihm ist auch gut genug, um den Kampf hier im Stand zu halten und dann Dolloway auszupunkten oder vielleicht sogar K.O. zu schlagen. Also wenn man sich die Niederlagen von Machida anguckt, er hat ja erst 5-mal verloren in seiner Karriere, da zähle ich jetzt mal, also die Niederlage gegen Rampage Jackson kann man eigentlich fast schon rausnehmen, weil eigentlich, ich glaube, da waren alle in der Halle überrascht, dass der den Zuspruch erhalten hat, und auch bei UFC 163 gegen Phil Davis hat er meiner Meinung nach nicht verloren. Aber wenn man jetzt die anderen drei Gegner anguckt, das sind Mauricio Hua, John Jones und Chris Weidman, die haben einfach, was Timing und Geschwindigkeit angeht, auf jeden Fall gegenüber CB Dolloway deutliche Vorteile. Und um Machida zu besiegen, muss man schneller sein als er und ihn aus dem Konzept bringen mit seinem Timing. Und das kriegt, glaube ich, CB Dolloway einfach nicht hin. Der ist immer noch ein Ringer im Herzen und hat zwar schwere Fäuste, aber ich glaube einfach nicht, dass er schaffen wird, Machida in den Käfig zu bringen und von dort runterzunehmen. Und selbst am Boden sehe ich für Machida noch gute Chancen, CB Dolloway zur Aufgabe zu bringen. Also es tut mir eigentlich fast schon ein bisschen leid für Dolloway. Der ist zwar in seiner Anfangszeit immer so als arroganter Typ rübergekommen, aber in letzter Zeit ja eigentlich doch ganz, ganz bescheiden geworden einigermaßen, hat auch wirklich gute Leistungen gezeigt. Also der K.O. gegen Cesar Ferreira war großartig, und auch wie er Francis Camon aus der UFC gebracht hat, oder beziehungsweise damals ja noch nicht, aber wie er in Berlin Francis Camon besiegt hat, war auch nicht nur überraschend, sondern auch sehr gut gelöst. Nur Machida ist immer noch meiner Meinung nach das zweitbeste Mittelgewicht oder drittbeste mit Anderson Silva, und da wird CB Dolloway nie in seiner Karriere hinkommen. Also wenn jetzt nicht ein Wunder passiert und Machida wieder von den eigenen Punktrichtern verarscht wird wie gegen Davis, dann glaube ich einfach nicht, dass dieser Kampf vor allem über 5 Runden auch nur ansatzweise in CB Dollaways Richtung laufen wird. Ja, also ein kleines Plus für CB Dolloway. Er hat schon die Erfahrung gemacht, in Brasilien zu kämpfen. 2-mal, beide Male hat er gewonnen, wie du gerade auch schon angesprochen hast, der K.O.-Sieg über Cesar Ferreira, der ja auch auf jeden Fall als Prospect gilt und von vielen ja doch recht gehypt wird. Das heißt, er ist da sehr, was sein Mindset angeht, gut mit dabei, lässt sich davon nicht beeinflussen, hier auf feindlichem Territorium zu kämpfen. Das ist schon mal auf jeden Fall ein Plus, dass man hier nicht zu sehr mit dem Kopf mit dabei ist. Aber das ist ja auch nicht alles, denn letztendlich steht dann doch noch Lyoto Machida vor ihm, den er besiegen muss, was wirklich sehr, sehr schwierig wird. Und ich denke auch fast, dass da einfach viel zu viel gegen ihn steht und dass er da nicht gewinnen wird. Aber wir wissen es einfach nicht, und genau deswegen werden wir es uns ja anschauen. Denn wenn wir es wüssten, müssten wir es uns nicht anschauen. Aber ja, Dann lasst uns doch mal unsere Tipps abgeben. Hier im Co-Hauptkampf Hannon Buehrau gegen Mitch Gagnon im Bantamgewicht. Und ich bin heute mal spendabel und sage Hannon Buehrau Runde 1 K.O. Gagnon hält das bei mir bis in die zweite Runde aus. Ich glaube sogar, dass es bis in die dritte Runde aushält, aber das wird auf jeden Fall ein vorzeitiger Sieg für Buehrau. Ja, dann werden wir am Samstag sehen, 1, 2 oder 3. Seid doch alle mit dabei. Und im Hauptkampf dann Lyoto Machida gegen CB Dolloway. Und da sage ich ebenfalls K.O. in Runde 1. Ja, ich hoffe, dass Machida das wirklich vorzeitig schafft. Weil irgendwie die Brasilianer haben was gegen Heimvorteil und geben da dann immer für die Ausländer. Das fand ich schon mal ganz lustig bei den Punktrichtern. Deswegen sage ich Machida TKO in Runde 4. Ja. Also ich habe ja gerade auch nur gesagt K.O., ich meine natürlich für Machida, also nicht, dass ihr da was Falsches denkt. Also ich gehe mit Machida Runde 1. Ich glaube, dass CB Dolloway in eine schöne Guillotine reinshooten wird, und deswegen sage ich Machida durch Submission in der zweiten Runde.
Ja, also wie ihr hört, am Samstag schon mal ein recht erfolgreicher Abend für die Brasilianer. Ob es dann letztendlich genauso eintreten wird, werden wir am Samstag dann sehen. Das war's von uns soweit. Wir hoffen, ihr hattet Spaß mit der Sendung und seid genauso wie wir auch gespannt darauf, wer jetzt am Samstag das Rennen machen wird. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Sendung. Pound and pound, pound and pound.